Als Christian Münsters Ehefrau Sabrina am späten Abend vor dem Revier eintrifft, um ihren Mann abzuholen, weiß sie noch nicht, wie die Vernehmung der Schläger gelaufen ist. Genauso wenig ahnt sie, dass der Vater des Hauptverdächtigen, Lars Weber, ausgerechnet Oberstaatsanwalt ist. Hallo, Schatzi. Na? Na, Schatz. Und wie war's? Hallo, Peter. Hallo, Frau Münster. Ein Desaster. Das ist unglaublich. Die Jungs sitzen rostfrech da und behaupten, ich hätte sie angegriffen. Ja, die sitzen da und lügen, die haben sich da eine Geschichte ausgedacht. Sie hätten ja nur irgendwie gespielt und ich wäre dann einfach auf die losgegangen. Das darf nicht wahr sein. Ich werde gleich verrückt. Nein. Das ist doch langsam jenseits von Gut und Böse. Bitte nicht panisch werden. Unsere Waffe ist die Coolness. Wir müssen ruhig bleiben, wir müssen sachlich bleiben. Ich verstehe, wie schwierig das für Sie ist. Glauben Sie es mir wirklich? Ich habe allergrößtes Verständnis, aber tun Sie mir den Gefallen. Wir bleiben ruhig, wir bleiben sachlich, wir finden den Jungen, den Ihr Mann beschützt hat, und der bestätigt unsere Geschichte. Dann sind wir mit dieser Nummer hier durch. Wir machen das. Ja, da ist er doch. Hier, und sein Vater, der ist der Oberstaatsanwalt. Der wird die Lügen sicherlich auch noch decken. Ach du, du bist der Typ, der meinen Mann hier verprügelt stopp. Du hast ihn fast zum Krüppel geschlagen, ja? Frau Münster. Komm, große Ohrringe, große Lügen. Und Sie, Sie müssen einer von den Guten sein, ja? Haben Sie es eine Nummer Sag kleiner, die Wahrheit, bitte? Junge. Der Einzige, der hier lügt, ist Ihr Mann. Ihr das Mann, hat, glaub ich ihr Mann hat meinen Sohn und seine zwei Freunde zuerst angegriffen, ja? Es tut mir leid, dass Sie da so unglücklich rausgekommen sind aus der Nummer. Es wird aber nichts daran ändern, dass es eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung Sie sollten für Gerechtigkeit sorgen. Sie können doch nicht doch die Lügen decken. Wollen Sie mich? Das bin ich jetzt dran. Greifen Sie es mich an. Herr, lassen Sie sich darauf bitte nicht ein. Mein Gott. Nein. Herr Oberstaatsanwalt, zwei Dinge. Ich hoffe nicht, dass Sie diese Auseinandersetzung auf dem Niveau weiterführen wollen. Und als Zweites, gewöhnen Sie sich bitte an den Gedanken, dass Ihr feiner Herr Sohn ein ziemlich krimineller Bursche ist. Wir werden das auf jeden Fall beweisen. Ja. Wir finden den kleinen Kerl, den er als Erstes drangsaliert hat und an dem er sich als Erstes abreagieren wollte. Der wird unsere Geschichte bestätigen. Und dann hat sich das Ganze ganz ruhig, ganz sachlich vor Gericht geklärt. Und das sind im Übrigen auch fürs Erste die letzten Worte, die wir miteinander reden oder die Sie mit meinen Mandanten reden. Guten Abend. Wir gehen jetzt bitte. Ach, ist das Ihr Stil? Sie laufen jetzt einfach weg. Das ist ja unerhört. Egal was passiert, werden wir uns in keinem Falle von den Oberstaatsanwalt Weber einschüchtern lassen. Das darf und wird uns nicht passieren. Es steht fest wie das Amen in der Kirche, dass sein Sohn und seine beiden kriminellen Kumpane Herrn Münster brutal zusammengeschlagen und wahrscheinlich, wenn alles schlimm läuft, dauerhaft geschädigt haben. Es gilt hier, das Gerechtigkeitsbedürfnis der Familie Münster zu befriedigen, darüber hinaus aber auch auf jeden Fall, und das ist unser Mindestziel, einen finanziellen Ausgleich zu schaffen, damit die Existenz der Familie gesichert ist. Und auf jeden Fall werde ich dafür sorgen, daran lasse ich hier keinen Zweifel. In Berlin wurde der Mandant von Marc Piduch von drei Jugendlichen brutal verprügelt. Eigentlich wollte Christian Münster einen kleinen Jungen vor den Schlägern retten, wurde dann aber selbst zum Opfer. Die Täter behaupten, Christian hätte sie zuerst angegriffen. Rechtsanwalt Piduch will den Jungen ausfindig machen, auf den die Schläger es ursprünglich abgesehen hatten. Bei seiner Suche ist er inzwischen bereits bei der 5. Schule angelangt. Ich versuche jetzt im Moment für die Familie, so gut es geht, den Scherbenhaufen aufzufegen. Und zwar brauche ich dafür den Jungen als Zeugen. Ich klappe jetzt schon den ganzen Tag die Schulen in Berlin ab. Haben Sie den vielleicht hier in Ihrer Schule schon mal gesehen? Das ist natürlich bei 800 Schülern nicht so ganz einfach. Ja, verstehe ich. Ist aber auch wirklich wichtig. Halt, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich den Jungen schon mal zusammen mit einem Schüler von der Frau Schiller zusammen gesehen habe. Toll, können wir die ansprechen? Können wir dem Jungen vielleicht das Foto zeigen? Auf alle Fälle, ist gar kein Problem. Klasse. Ich guck mal, in welcher Klasse die Frau Schiller gerade ist. Rechtsanwalt Marc Piduch hofft inständig, dass er schon bald den Namen des ersten Opfers der Schläger herausfindet. Denn ohne seine Aussage werden die brutalen Schläger womöglich ungestraft davonkommen. Ich bin Sven. Hi Sven. Ich habe eine Frage an dich. Kennst du den Jungen oder hast du den mal gesehen? Ja, ich glaube, das ist Yannick. Yannick? Und wie heißt er weiter? Yannick Kaspers. Fantastisch. Geht der hier bei euch auf die Schule, der Yannick auch? Oder? Nein. Und warum fragen Sie das eigentlich? Der Yannick hat nichts ausgefressen, muss keine Angst haben. Ich will nichts dem Yannick. Aber die drei Jungs hier haben meinem Mandanten was getan. Okay, ja, der geht nicht auf diese Schule, er geht auf die Oberschule in Marzahn-Nord. Oberschule Marzahn-Nord, Yannick Kaspers. Sven, Ghetto-Faust drauf, du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank. Bitte. Yannick Kaspers, wir haben also jetzt endlich einen Namen und wissen auch, auf welche Schule das erste Opfer der Täter geht. Ich kann es kaum erwarten, den Jungen kennenzulernen. Und ich hoffe, dass uns die Aussage weiterhilft. Ich gehe wirklich davon aus. Der Anwalt macht sich sofort auf den Weg zu der Marzahner Schule, in der Yannick Kaspers die 7. Klasse besuchen soll.
Janik? Hi. Junge, du bist ja schwieriger zu finden als die Kanzlerin. Ich suche dich seit Tagen. Hallo. Hallo. Ich heiße Marc, ich bin Rechtsanwalt und ich vertrete den Christian Münster. Der ist vor ein paar Tagen zusammengeschlagen worden von drei größeren Jungs, die vorher dich angegriffen haben. Und als er dann dazwischen gegangen ist, haben die den ins Krankenhaus geprügelt. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Ja, nee. Ich habe hier ein Foto von dir, das bist du und den drei Jungs, kurz bevor die meinen Mandanten zusammengeschlagen haben. Kannst du dich da vielleicht doch dran erinnern? Die wollten nur von mir eine Kippe haben. Danach ist der Typ gekommen und wollte Ärger, also hat die angegriffen. Dann bin ich schnell weggerannt, weil ich nichts damit zu tun haben wollte. Henning, die drei 16- bis 18-Jährigen haben so einen Pimp wie dich um eine Zigarette angeschnorrt. Dann kommt mein Mandant, der demnächst Papa wird und greift ohne Grund die drei Halbstarken an. Ganz ehrlich, ne? Wenn du mich anlügst, dann tu mir einen Gefallen und dann lüg mich bitte gefälligst vernünftig an und nicht so. Die haben den halb totgeschlagen. Der wird wahrscheinlich nie wieder gesund, sondern wird für immer behindert bleiben. Und ohne dich krieg ich die nicht. Ich brauche dringend deine Hilfe. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss zum Unterricht. Nee. Du musst bitte mit deiner Mutter noch heute zur Polizei und deine Aussage machen. Versprich mir bitte wenigstens das. Okay, aber ich werde das sagen, was ich Ihnen schon gesagt habe. Okay, dann halt das, aber tu's. Der Junge lügt wie gedruckt, mit Sicherheit sogar. Ich bin mir auch ganz sicher, dass er eigentlich weiß, was passiert ist, uns aber trotzdem nicht weiterhilft. Ich gehe davon aus, dass die älteren Jungs den irgendwie unter Druck setzen, bedrohen oder was auch immer. Was aber auch immer die mit dem machen, wir müssen den so oder so dazu kriegen, dass er für den Christian Münster aussagt. Sonst gewinnen wir den Fall auf keinen Fall. Wir kriegen für die Familie keinen Cent aus der Sache raus und das lasse ich auf gar keinen Fall passieren. Während der Anwalt in seine Kanzlei fährt, kommt die schwangere Ehefrau seines Mandanten vom Einkaufen nach Hause. Als Sabrina Münster die Wohnung betritt, hört sie ihren Mann fluchen. Alles okay? Ich habe ihn probiert, an diesem scheiß Stuhl weiterzuarbeiten und es funktioniert nichts. Gar nichts. Ich bin ein oller Krüppel. Christian, lass jetzt nicht zu, dass diese Jugendlichen unser Leben zerstören. Ich bitte dich. Mann. Ich wollte der starke Mann in dieser Familie sein. Ich wollte der Ernährer sein, der Familienvater. Bist du doch auch. Wie denn? Wir sind ein gutes Team. Wir stehen das beide gemeinsam durch, ja? Ich war einkaufen. Was gibt's denn heute? Ja, na, was du möchtest. Aber nur, wenn du denn die Arschbacken mal zusammenkneifst, ja? Oh, siehst du, das ist der Anwalt. Hallo, Herr Piduch. Naja. Den Umständen entsprechend, sagen wir es mal so, ja. Jo, ich habe Neuigkeiten, es geht voran. Eine gute, eine schlechte wie üblich. Ich fange mit der guten an. Gern. Und zwar haben uns die Versicherungen vorläufige Deckungszusage gewährt. Das heißt, die zahlen jetzt erstmal, bis die Angelegenheit endgültig geklärt ist, sodass wir den ersten finanziellen Engpass jetzt erstmal überwunden haben. Oh. Sehr schön. Super. Und die schlechte? Ja, die schlechte ist die folgende. Ich habe das Opfer gefunden, dem Sie geholfen haben, Herr Münster. Das ist doch super. Ja, würde man denken. Ist es aber leider nicht so richtig bisher. Der Junge heißt Yannick Kaspers. Ich habe auch schon mit dem gesprochen. Und der bestätigt bisher nur dummerweise die Geschichte, die die Täter erzählen und nicht die, die wir erzählen. Was? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe dem Jungen geholfen und er fällt mir so den Rücken wie... Nein! Ja, das tut er leider doch. Ich gehe mal davon aus, dass die Täter den entweder nach wie vor unter Druck setzen oder uns wie bedrohen. Aber auch hier bitte die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Ich bin mir sicher, ich knack den Jungen noch. Ich habe rausgefunden, wo die Mutter wohnt, haben die mir bei der Schule von dem Jungen gesagt. Ich werde als erstes die ansprechen. Ich hoffe, die hat vielleicht ein bisschen bessere Handhabe dem Jungen gegenüber. Und dann kriegen wir die Wahrheit schon aus dem Haus. Da würde ich gerne mitkommen. Da würde ich gerne mit bei sein. Frau Münster, seien Sie mir nicht böse, aber ich kann das auf keinen Fall machen, wenn ich mir nicht absolut sicher sein kann, dass Sie da ruhig und sachlich bleiben in der Situation. Ich bleibe ruhig und ich bleibe auch sachlich. Aber bitte lassen Sie mich mitkommen. Okay, Sie versprechen mir keine Emotionsausbrüche, keine Vorwürfe an die Mutter. Dann kann ich Sie tatsächlich mitnehmen, aber auch wirklich nur dann. Okay. Können Sie mir das versprechen? Das verspreche ich. Ich kann kaum glauben, dass der Junge uns nicht helfen will. Christian hat für diesen Yannick sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und wenn er jetzt irgendwie unter Druck gesetzt wird, ja, dann kann ihn doch die Polizei sicherlich beschützen. Aber er muss die Wahrheit sagen. Davon hängt alles ab. Gleich am nächsten Morgen macht sich Sabrina in Begleitung ihres Anwalts auf den Weg zu Yannick Kaspers. Der Schüler lebt mit seiner Mutter in einer Plattenbausiedlung in Berlin-Marzahn. Sind wir soweit? Auf geht's. Okay.
Hallo. Hallo, Frau Kaspers. Hallo. Marc Piedo, ich bin der Rechtsanwalt der Familie Münster. Okay, hallo. Das ist die Frau Münster. Guten Tag. Hallo. Haben Sie 2 Minuten Zeit für uns? Also wenn Sie zu meinem Sohn wollen, der ist nicht da. Und seine Aussage hat er gestern schon bei der Polizei gemacht, falls Sie deswegen kommen. Nee, wir wollen gar nicht zum Janik. Ach so. Wir möchten gerne mit Ihnen sprechen, wenn das okay ist. Ja. Kommen Sie kurz rein. Ja. Kann ich Ihnen vielleicht was zu trinken anbieten? Ich habe leider aber nur Leitungswasser. Nein, um Gottes Willen, danke. Machen Sie sich keine Umstände. Wir bleiben nicht so lange. Sie sagten gerade selber, der Janik hat bei der Polizei seine Aussage gemacht, ne? Ja. Ich habe auch schon mit dem gesprochen. Sie kennen die Aussage auch. Ich glaube da ehrlich gesagt kein Wort von. Glauben Sie Ihrem Jungen? Nee. Ich kenne meinen Sohn und ich weiß, wann er lügt. Mit Sicherheit lügt er. Ja, wir haben halt den Verdacht, dass die 3 Burschen, die er belasten soll, ihn immer noch unter Druck setzen und ihn bedrohen, sodass er den Mund hält. Das hilft uns aber ehrlich gesagt nicht weiter, Frau Kaspers. Und zwar allen Beteiligten nicht. Nicht den Münsters, nicht mir und insbesondere auch übrigens nicht dem Janik selbst. Wenn der weiter 3 tatsächlich ziemlich schwer kriminelle Jungs deckt, schadet er nicht nur den Münsters, macht mir mein Leben wahnsinnig schwer, sondern er macht sich strafbar. Das heißt dann, Ihr Junge startet, noch bevor der überhaupt mal 15, 16, 17, 18 wird, mit einer ganz schön schäbigen Vorstrafe ins Leben. Die Polizei hat gestern auch schon gesagt, dass sie ihn beschützen, falls er bedroht werden würde. Das nützt ihm dann aber nichts. Wenn er sich selber strafbar macht, schützt ihn auch die Polizei. Vielleicht hat er Angst. Das wäre keine Angst. Angst hin oder her. Mein Mann ist, der hat ihn verteidigt. Sie wissen gar nicht, was für uns auf dem Spiel steht. Jetzt, Sie sehen selber, also wir sind bald eine Familie. Jetzt kann er vielleicht gar nicht mehr in seinem Beruf arbeiten, bloß weil er Ihren Sohn geholfen hat. Ich bitte Sie. Ich bin ihm wirklich sehr dankbar, Ihrem Mann, dass er meinen Sohn. Mein Sohn wird öfters drangsaliert und gemobbt. Er hat es nicht leicht. Aber wie gesagt, ich komme nicht an ihn ran. Frau Kaspers, bei allem Verständnis für Sie als Mutter, Sie helfen Ihrem Sohn nur, wenn Sie auf ihn einwirken. Keiner ist näher dran als Sie. Keiner kann da was gegen machen, wenn Sie es nicht tun. Achten Sie drauf. Kommen komische Anrufe, wird er nach Hause verfolgt, kommt er zu spät nach Hause, irgendetwas. Seien Sie so nett, rufen Sie mich bitte auf dem kurzen Dienstweg einfach an. Ja. Das ist meine Karte. Danke. Und sagen Sie uns Bescheid, wenn irgendwas auffällt, jede Kleinigkeit könnte alles, uns da weiterhelfen. Alles, was Ihnen einfällt. Frau Kaspers, darf ich mich auf Sie verlassen? Ich melde mich, sobald ich was rausgefunden habe. Ich werde in seinem Zimmer stöbern, werde gucken, ob ich irgendetwas finde und wenn was ist, ich melde mich, versprochen. Dankeschön. Ja? Ich denke mal, die Frau Kaspers haben wir im Sack. Wenn die könnte, wie sie wollte, würde uns sofort helfen. Das Einzige, was noch ein bisschen problematisch ist, ist, ich hoffe, dass sich Ihr mütterlicher Einfluss doch als stärker herausstellt, als sie das selber anzunehmen scheint derzeit. Janiks Mutter Nadja Kaspers meldet sich früher als erwartet. Die Alleinerziehende hat tatsächlich etwas herausgefunden und will sich noch am selben Tag mit Rechtsanwalt Marc Piedoch treffen. Dieser hat sie zu einem Treffen in die Wohnung seines Mandanten gebeten. Tut mir echt leid, mir fehlen die Worte. Sie können ja auch nichts dafür, aber warum tut Ihr Sohn das? Ich habe ihm doch geholfen. Herr Münster. Frau Kaspers, wir freuen uns wie verrückt, dass Sie so schnell gekommen sind. Da hatten wir nicht mit gerechnet. Wir sitzen aber natürlich, wie Sie sich denken können, alle auf heißen Kohlen. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter. Die Frage ist, was ist? Ich bin total aufgeregt. Also, Sie glauben mir, was passiert ist. Nachdem Sie beide bei mir waren, bin ich in Janik sein Zimmer und habe geschaut, ob ich Hinweise finde, dass er bedroht wird. Irgendwelche Hinweise. Oh, und ich dachte, ich gucke es richtig. Da liegt auf einmal, finde ich, ein niegenagel neues Tablet. Total neu eingepackt. Und dann gucke ich weiter und denke, oh mein Gott, zwei Handys noch original verpackt. Ich kann es gar nicht glauben. Er hat es nicht von mir. So was können wir uns nicht leisten. Kann das ein anderer Verwandter Ihnen geschenkt haben vielleicht? Nee. Aber warten Sie mal. Na klar, ich hab's. Lars und seine Kumpels, die bedrohen doch meinen Sohn. Die werden bestimmt meinen Sohn zum Clown animiert haben. Nein. Und dann, ja, nein. Dann, damit zu Hause keiner mitkriegt, verstecken sie das Zeug bei uns. Nee, das ist halt nicht, Frau Kaspers. Weder der Lars Weber, insbesondere der nicht, noch seine beiden anderen Kollegen hätten das finanziell nötig. Aber das ganze Ding hier geht in eine vollkommen andere Richtung. Der Janik verschweigt uns, fürchte ich, noch deutlich mehr, als wir bisher dachten. Nicht nur, was tatsächlich passiert ist, sondern auch, was danach tatsächlich passiert ist. Das passt im Übrigen auch ziemlich genau zu den Beobachtungen, die ich gemacht habe, als ich Ihren Sohn alleine in der Turnhalle gesprochen habe. Da müssen wir ihn jetzt mit konfrontieren. Können wir den möglichst bald bitte sprechen? Ja, klar. Er kommt heute ein bisschen später von der Schule, so auf den späten Nachmittag.
Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen den zusammen ab. Können wir das bitte machen? Ich hätte sie auch gerne dabei. Unbedingt, ich will wissen, wo das Zeug her hat. Also, ne? Ja, ja. Und wir auf jeden Fall auch, oder? Ja, ja, er muss uns jetzt definitiv erklären, wo der Bartel den Most holt. Anders geht das nicht. In Berlin wurde Möbelrestaurator Christian Münster von drei Jugendlichen verprügelt, weil er dem 12-jährigen Jannik zu Hilfe geeilt ist, um ihn vor den Schlägern zu schützen. Doch Jannik behauptet überraschend, dass es umgekehrt war. Sein Retter habe die Jugendlichen angegriffen. Was treibt Jannik zu der Falschaussage? Zusammen mit seiner Mutter will Anwalt Marc Piduch Jannik nach dem Unterricht abfangen, um die Wahrheit zu erfahren. Da ist er. Hi, Jannik. Was hast du denn in deiner Tasche? Das ist von meinen Freunden. Was denn? Von deinen Freunden Tablets? Das haben die mir ausgeliehen. Drei Tablets, oder was? Weil du mit einem nicht auskommst? So wie mit den Turnschuhen, die du in der Halle anhattest, und wie mit der Smartwatch, die du auch schon in der Turnhalle anhattest? Seien Sie mir nicht böse, aber von deiner Mutter kommen die doch nicht, die Sachen, oder? Nee. Du hast uns alle die ganze Zeit für dumm verkauft. Wir rennen uns die Hacken ab und du bist derjenige, der den Lars Weber und seine zwei Kumpels unter Druck setzt. Nicht die dich. Du erpresst die, indem du sagst, okay, ich halte die Klappe, wenn ihr mir teure Klamotten kauft. So rum ist das Ding doch. Und mein Mandant sitzt in der Zwischenzeit zu Hause und weiß nicht, ob der jemals wieder arbeiten kann. Weiß nicht, ob er sein Kind, das bald zur Welt kommt, ernähren kann. Seine Frau ist genauso verzweifelt wie er. Und du setzt dich hin, nur für das bisschen Elektrospielzeug? Das kann doch niemandes Ernst sein, Junge. Bitte nicht. Stimmt das, Jannik? Erpresst du Lars und seine Kumpels? Nein. Du weißt doch genauso gut wie ich, dass es so war. Schau mich an, die haben mich zum Krüppel geschlagen, weil ich dir geholfen habe. Jannik, ich bitte dich, ich appelliere jetzt wirklich an deine Ehrlichkeit. Mann, der ist für dich eingestanden, dass du verprügelt wurdest. Bitte, der kann vielleicht nicht mehr arbeiten. Bitte, bitte sei ehrlich jetzt. Was ist passiert? Okay. Was ist wirklich passiert? Komm los, sag, ich weiß, wann du lügst. Und so habe ich dich nicht erzogen, auch wenn ich dir nie viel bieten konnte. Aber wir haben es doch trotzdem geschafft, du warst glücklich. Da brauchst du doch alles ja nicht. Wir haben uns. Okay. Also, es war so, wie er es erzählt hat. Die drei Jungs schikanieren mich immer, sie mobben mich immer. Also, sie sind immer böse zu mir. An dem Tag war es genauso. Dann kam er und er hat mir geholfen. Dann sind sie auf ihn losgegangen und ich bin weggerannt. Ja. Und es geht mir auch nicht um die Elektronik. Es geht darum, dass ich auch mal die Macht besitzen will. Ich will auch mal über jemanden bestimmen, nicht immer alle über mich. Okay, ein Mann, ein Wort. Wir gehen jetzt zur Polizei. Mit deiner Mama, dann erzählst du dir die ganze Geschichte und dann ist das Thema durch für uns, okay? Okay. Gut, Herr Lange. Komm, auf geht's. Gleich am nächsten Morgen erscheint Marc Piduch mit der Polizei bei Oberstaatsanwalt Weber, dessen Sohn Lars der Haupttäter ist. Den Kollegen Schönberg kennen Sie ja und das ist der Anwalt Herr Weber. Piduch. Ja, angenehm. Hallo. Was wollen Sie denn? Wir möchten gerne zu Ihrem Sohn. Das ist völlig ausgeschlossen. Mein Sohn hat seine Aussage gemacht, das wissen Sie, liegt Ihnen ja auch vor. Und bevor Sie keine neuen Erkenntnisse haben, können Sie meinen Sohn zu dem Fall ohnehin nicht anhören. Nicht so schnell, Herr Oberstaatsanwalt. Und unterschätzen Sie bitte nicht das immense Ausmaß der persönlichen Befriedigung, die mir das bereitet. Wir haben neue Hinweise gegen Ihren Sohn, und zwar in Gestalt einer sehr ausführlichen, extrem belastenden Zeugenaussage. Ich würde also vorschlagen, wir sprechen mit Ihrem Sohn. Können Sie mir sagen, was Sie da haben? Herr Weber, wir werden Ihren Sohn vorläufig festnehmen. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass er den Christian Münster schwer verletzt hat. Lassen Sie uns bitte freiwillig ins Haus oder müssen wir Zwangsmaßnahmen anwenden? Natürlich nicht. Gut. Wo ist denn Ihr Sohn? Der ist oben im Wohnzimmer. Gehen wir mal nach oben. Da haben wir den Spezialisten. Lars, alter Gangster, hi. Es wird dich vielleicht nicht ganz so sehr freuen wie mich, dass euer eigentliches Opfer, der Jannik Kaspers, mittlerweile seinen Schneid zurückgefunden hat. Das heißt, er hat eine ausführliche Aussage gegen dich und deine beiden Kumpanen gemacht. Das heißt für euch Folgendes. Euer netter kleiner Bestechungsversuch mit den technischen Spielzeugen, schiefgegangen. Damit bricht natürlich auch euer gesamtes Lügengebäude voll unter eurem Hintern zusammen. Das heißt als nächstes, dass einer der Kollegen von deinem Papa demnächst eine Anklageschrift gegen dich verfassen wird und du mit deinen beiden Kollegen vor Gericht landest. Und noch mal kurz zum Ausmaß eurer Tat. Mit eurer halbstarken Entgleisung habt ihr fast eine kleine Familie zerstört. Mein Mandant ist im Krankenhaus gelandet und wird wahrscheinlich den Rest seines Lebens behindert bleiben. Und der letzte Hinweis, da stehen Richter gar nicht drauf. Auf den Prozess würde ich mich an deiner Stelle nicht so sehr freuen. Der wird ziemlich eklig für dich. Hey, Papa.
Du kannst mich jetzt hier nicht einfach so im Stich lassen. Lars Webers gefährliches Spiel ist aus. Dass sein Vater ein hochgeschätzter Oberstaatsanwalt ist, hilft dem brutalen Schläger jetzt auch nicht mehr weiter. Tja, Gott sei Dank haben wir schlussendlich die drei Seifen sie da doch noch an den Hammelbeinen gekriegt. Der Schlüssel zu dem Ganzen war eindeutig die Aussage vom Jannik Kaspers. Als wir die hatten, war der Fall eigentlich schon so gut wie erledigt. Jetzt können wir uns endlich, insbesondere ich, mich an die wichtige Aufgabe machen, nämlich die finanzielle Situation der Münsters zu entschärfen. Das heißt, ich mache mich jetzt auf den Weg, entwerfe eine Schmerzensgeldklage und dann müssen wir nur hoffen, dass das Gericht eine vernünftige Summe zuspricht. Dann entspannt sich die Lage da auch endlich. Drei Monate später sind Christian Münster und seine Frau Eltern einer Tochter geworden. Christian wurde inzwischen am Knie operiert und macht in der ambulanten Reha sichtbare Fortschritte. Die Nervenschädigung am Arm ist jedoch nicht zurückgegangen, weshalb sich der Möbelrestaurator zu einer Umschulung entschlossen hat. Seine Frau unterstützt ihn dabei. Schön, dass ich dich nochmal überreden konnte. Ja, Pause hast du gebraucht. Tut echt gut, mal wieder ein bisschen durchatmen. Aber meine, wenn ich für Klein Tilda und dich demnächst wieder die Brötchen verdienen will, dann muss ich übermorgen die Prüfung schaffen. Bin mir sicher, die wirst du hinbekommen. Mann, du machst es mit dem Klacks, oder? Kannst du dich noch erinnern, wie ich damals vor meiner Prüfung? Oh Mann, ne Meter. Das war auch die Hölle, oder? Und oh, da, ja. Also das, nee. Das hättest wird dir du noch nie sehen sollen, hä? Und hätte mir einer vor 2 Jahren gesagt, dass du noch mal der Babysprache verfällst. Babysprache, hey, ich bin der größte Papa auf der Welt. Hey? Ja. Der größte Papa, der stärkste Papa und der schönste Papa. Das hast du schon. Oh. Ich bin wirklich froh, dass wir das alles so gemeistert haben. Hinfallen, aufstehen, Krone richten. Ja, und natürlich weitergehen. Christian und ich, wir sind ein tolles Team. Und das kann uns keiner auf der Welt mehr nehmen. Ich habe jetzt auch keine Angst mehr vor der Zukunft. Ich freue mich drauf. Wirklich. Christians Peiniger wurden wegen schwerer Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von jeweils 9 Monaten verurteilt und müssen dem Geschädigten Schadenersatz zahlen. Zudem erhält der ehemalige Möbelrestaurator eine Rente. So bekommen die Münsters ihre finanziellen Probleme schnell in den Griff.